Ja, erstes Problem, bevor es überhaupt losgeht. Meine Roller sind gar nicht hier in diesem Gebiet. Das heißt, ich bin auch zu weit draußen, um so einen Roller bekommen zu können. Das heißt, ich muss erstmal mit meinem Fahrrad fahren, um so einen Roller zu bekommen. 1,7 Kilometer. Mal gucken. Leg los. Hi, ich sitze im Bus, habe es mir gemütlich gemacht, ein bisschen was zu lesen mitgenommen. Das wird eine entspannte Fahrt. Ja, 6 Minuten bin ich schon ungefähr unterwegs, aber ich habe meinen Roller gefunden. Ha, das war anstrengend mit dem Rad, jetzt kann ich mich entspannen, jetzt kann ich einen Roller fahren. So, 9 Minuten bin ich unterwegs. Ecke Nadosser Straße, Ammergau Straße, massiver Gegenwind und 3 rote Ampeln. Ansonsten läuft's gut. Das Auto mit Chelsea hat mich zwar überholt, aber spätestens auf dem Rückweg mit Rückenwind werde ich das wieder wettmachen. Wir haben jetzt schon die 6. oder 7. Ampel hinter uns gelassen und es war so 50-50. Bei der Hälfte standen wir und die andere Hälfte konnten wir so durchfahren. So, 16 Minuten bin ich jetzt unterwegs, bin immer noch nicht am Pferdemarkt. Ich stehe natürlich genau mit den Dingern im Stau wie alle anderen, denn ich muss ja auf der Straße fahren. Darum, ich habe gerade einen E-Scooter entdeckt, ich stelle das Ding jetzt hier mal ab, den Roller. Und wechsle gleich mal auf den E-Scooter. Mal gucken, ob das schneller geht. Da ist er. Einer von Bird. Und auf den steige ich jetzt um und dann geht es mal auf dem Fahrrad nicht weiter. Vielleicht komme ich da schneller voran. Auch an der Ecke Lambertistraße ist rot. Den ersten E-Scooter habe ich übrigens auf Höhe Friesenstraße gesehen. Mal gucken, ob der Kollege Buck mehr Glück hatte und vorher schon fündig wurde. So, 26 Minuten habe ich jetzt bis zur Lappernkreuzung gebraucht und jetzt noch weiter zum Schlossplatz. Ich glaube, ich liege ganz gut in der Zeit, allerdings, also 11,5 Minuten. Allerdings muss ich gleich auch noch einen Parkplatz finden und das wird, glaube ich, eher die Problematik. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Pass ich doch rein! Okay, weiter. So, ich bin an den Schlosshöfen, bin ein bisschen durchgerechnet. Auf dem Schlossplatz darf ich sie ja nicht abstellen, die Roller. Deswegen muss ich das jetzt hier machen und dann den Rest laufen. 20 Minuten sind um. Das Etappenziel ist erreicht. Trotz 6 roter Ampeln. Jetzt ungefähr die gleiche Zahl, die grün war. Ich mache mich jetzt auf den Rückweg, genieße den Rückenwind und hoffe auf ordentlich Stau auf den Straßen, damit ich locker als Erster wieder im Pressehaus sein werde. Bis dann. Ihr habt alles getroffen, der ist genauso schnell wie ich. Eben gerade mit dem Bus angekommen. Ja, toll, super. Er ist trocken, ich bin komplett durchnässt. Na wunderbar. Wir sind bei dem Bären, wir haben es geschafft. Zeitgleich, Bus und E-Roller, E-Scooter. 31 Minuten und ein paar zerquetschte. Das heißt, die Entscheidung wird am Ziel getroffen, genau. Wer von uns beiden eher da ist. Ich bin sehr gespannt. Auf geht's zurück, Reis. Bis später. Niemals hätte ich damit gerechnet, dass Patrick mich einholt oder dass er gleichzeitig kommt. Jetzt hat er es aber tatsächlich geschafft. Ich muss mich sputen, dass ich den nächsten Bus kriege. So, die Roller stehen hier überall rum, deswegen habe ich schnell einen neuen gefunden. Ich wechsle mal jetzt zum Konkurrenten Tier und gucke mal, wie es damit zurückgeht. Richtung Norden wieder. Patrick, der Fuchs, hat mich genatzt. Ich habe vergessen, dass es am Schlossplatz überhaupt gar keine Bushaltestelle in Richtung Bahnhof gibt. Man muss also einmal um die Innenstadt rumfahren oder direkt zum Lappern zurücklaufen, was ich jetzt mache. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig ankomme, schnell über die Ampel und dann sehen wir uns. So sehen Sieger aus. Schalalalala. Es geht nicht ums Gewinnen. So sehen Sieger aus. Schalalalala. So, ich komme nicht weiter als bis zum Autobahnring mit meinem Roller, weil den weit darf ich dahinter nicht mehr abstellen. Darum bin ich wieder da, wo ich vorhin auch war. Mein anderer Roller steht noch da. Jetzt geht es wieder mit dem weiter Richtung Etzhorn. Ja, leider ist unser Gebäude von dem EZ auch außerhalb des EWE-Go-Bereichs, wo ich die Roller einfach so abstellen kann. Alles andere würde mehr kosten, verursachen, deswegen muss ich für den Rest gleich wieder das Fahrrad nutzen. Und ich habe jetzt ja, 55 Minuten hinter mir. Ich glaube, ich bin die Erste.
Drück mal auf Stopp, ne? 38,20. Nachdem ich eine ganze Zeit am Lappern warten musste, geht es jetzt weiter. Ich hoffe, das dauert nicht ganz so lange, wie ich jetzt hier im Regen gesessen habe, aber das wird schon. So, ziemlich genau 40 Minuten und ich bin wieder am Medienhaus in Etzhorn. Habe zurück ziemlich genau so lange gebraucht wie für den Hinweg und das trotz Rückenwindes und wohlwollender Ampelschaltung. Bis auf den Stautaukreisel hatte ich fast durchgängig eine grüne Welle. Da habe ich allerdings gefühlt 2 Minuten gestanden. Punkt. Überraschenderweise waren die Straßen sehr leer, sodass die Kollegin Haas durchaus eine Chance hat, mich zu schlagen. So, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder angekommen. In dem Büro oben links da sitzen jetzt wahrscheinlich schon meine Kollegen, weil ich habe fast 1,5 Stunden gebraucht. Die sind garantiert schon wieder da. Schauen wir mal, wer gewonnen hat.